Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Wir haben Sonntag, es ist 6 Uhr und ich bin in Warnemünde. Hinter mir seht ihr es, ich bin hier am alten Strom und ich werde jetzt vorgehen zu den beiden Leuchttürmen und hoffe, dort einen schönen Sonnenaufgang fotografieren zu können. Es ist jetzt kurz vor 6. Ich bin um 4 aufgestanden, bin dann gegen 5 losgefahren, ungefähr 40-50 Minuten gefahren, Fahrtweg von mir zu Hause hier bis Warnemünde. Und ich laufe jetzt gerade hier seitlich vom alten Strom vor zu den beiden Leuchttürmen und habe vor, heute mal einen schönen Sonnenaufgang zu fotografieren. Wetterlage sieht ganz gut aus. Bis jetzt ist es ein bisschen bedeckt noch, aber es soll noch ein bisschen aufreißen. So, ich bin jetzt auch gleich da. Ihr seht es hinter mir, ist schon ein Leuchtturm zu sehen. Wie gesagt, es ist jetzt ca. 6 Uhr. In 20-25 Minuten geht die Sonne auf und dann werde ich versuchen, das eine oder andere tolle Foto zu zaubern. Was habe ich an Ausrüstung am Gepäck? Ich habe wie immer meine RP eingepackt. Mein 24-105 ist natürlich auch dabei. Mein Arounder, den habe ich eigentlich immer mit. Und ich habe ein Weitwinkelobjektiv mit. 14 mm von Samyang. Und zwar aus der neuen RF-Serie. Sprich, RF für die Canon R-Serie, sowohl R und als auch RP. Braucht ihr keinen Adapter, sondern könnt die Linse sofort an eurer Kamera verwenden. Finde ich cool. Und die zweite Sache, es ist aus der neuen Serie das Objektiv von Samyang und zwar mit Autofokus. Bin ich auch gespannt. Den Vorgänger hatte ich ja oder habe ich immer noch die Linse. 14 mm 2.8, aber als manuellen Fokus. Jetzt Autofokus-Serie, finde ich auch sehr interessant und bin da auch echt auf die Abbildungsleistung jetzt mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber kurz nach 6 ist natürlich noch niemand hier. Ich bin jetzt auch ganz alleine. Ich bin der einzige Verrückte, der hier sonntags um 4 aufsteht, um irgendwelche Fotos zu machen. Aber es ist mega. Es ist extrem entspannt. Du hörst nur das Rauschen der Wellen, die Möwen und du bist ganz allein. Und das ist für mich extrem genial. So, ich bin jetzt vorne noch nicht ganz auf der Aussichtsplattform, sind jetzt ungefähr noch vielleicht 50 Meter, aber der Anblick hier, den ich hier jetzt habe, der war das Ganze eigentlich schon wert. Wir haben schon die ersten Morgenrotstrahlen so ein bisschen, Sonne ist natürlich noch nicht aufgegangen, aber ich muss mich jetzt ein bisschen beim Aufbauen beeilen und würde jetzt auch schon gerne erstmal das erste Foto machen hiervon. So, Kamera ist aufgebaut. Ich habe jetzt auch mal den Autofokus eingeschaltet und der funktioniert tadellos. Ich kann hier anfokussieren und habe auch sofort meinen Leuchtturm dann scharf. Einstellung, ich habe jetzt ISO 400, eine Blende 2.8 und eine Viertelsekunde Auslösezeit. Das machen wir jetzt mal. Ich stelle mir noch einen Vorauslöser ein und zwar 2 Sekunden in dem Fall. Und dann mache ich schon mal das erste Foto. Ja, und das sieht schon mal richtig genial aus. Also wenn die Sonne jetzt mal hochkommt, dürfte das schon richtig cool aussehen. Wenn ihr hier fotografiert, dann lieber ein bisschen unterbelichtet als zu hell. Dann könnt ihr nachher mehr Informationen noch rausarbeiten. Fotografieren, na klar, JPEG und RAW in dem Fall. JPEG als Vorschaudatei nehme ich nachher, um es mal auf dem Handy mehr schon mal angucken zu können. Und die RAW-Datei, um das Ganze auf dem Rechner dann entsprechend rausarbeiten zu können. 14 mm Weitwinkel gefällt mir hier auch sehr gut. Horizont ist schön gerade, muss ich sagen. Abbildungsleistung, soweit ich das jetzt hier schon mal auf meinem Display sehen konnte, vom Samyang, ist wirklich sehr gut, muss ich sagen. Autofokus gefällt mir sehr gut. Schaltet sofort scharf. Ich kann hier vorne auch mal einen dunkleren Bereich nehmen. Ist auch sofort anfokussiert, muss ich sagen. Sehr gut, gefällt mir sehr gut. So, hier auf der rechten Seite kommt noch mal eine Fähre, finde ich auch ein cooles Motiv. Ich lasse noch ein bisschen weiter rankommen, dass sie quasi genau durch die Hafeneinfahrt hier fährt, durch die beiden Leuchttürme. Warten wir noch 1-2 Sekunden und dann machen wir auch mal das erste Foto mit der Fähre noch mit drauf. Finde ich cool.
Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen länger belichten. Bislang habe ich Blende 2.8 fotografiert und ISO 400. Das heißt, bei den Lichtverhältnissen ist es ganz einfach. Ich drehe jetzt mein ISO runter auf 100 und dann nehme ich mal eine Blende 14. Dann sagt mir die Kamera, 10 Sekunden Belichtungszeit, das ist schon nicht schlecht. Das heißt, ich fotografiere hier auch im halbautomatischen Modus, im AV-Modus. Ich bestimme den ISO-Wert und auch meine Blende. Den Rest macht dann meine Kamera. In dem Fall sagt meine Kamera ISO 100, Blende 14. Ich habe 10 Sekunden Verschlusszeit und das machen wir mal. Ja, und das sieht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir haben das Wasser hier vorne im Vordergrund. Da haben wir eine Wellenbewegung drin. Aber das ist jetzt fast glatt. Also auf jeden Fall schön geglättet. Und das ist ein mega Foto. Gefällt mir sehr gut. Ich habe ja bislang gedacht, dass ich alleine bin. Aber wie ich sehe, ist da vorne ist einer, der genauso verrückt ist wie ich. Er steht jetzt mitten hier auf der Mole. Zwischen den Steinen klettert er gerade rum, um da mit Sicherheit auch ein cooles Foto zu machen. Finde ich gut. Also wer sich so früh auf die Socken macht, um zu fotografieren, hat immer meinen Respekt, auf jeden Fall. Also ich hatte vorhin kurz überlegt, ob ich mal die Linse wechsle, aber ich denke, ich werde sie jetzt hier bei der Weitwinkellinse von Samyang belassen und bin auch echt begeistert vom Autofokus. Auch bei schlechten Windverhältnissen, wollte ich schon sagen, bei schlechten Lichtverhältnissen, wirklich top Autofokus. Super schnell, du tippst es an und Foto ist scharf und kannst dann auslösen. Also wirklich bin ich begeistert, gefällt mir gut. Also ich bin jetzt immer noch bei Blende 14 und habe mir das Foto gerade mal angeschaut, was ich gemacht habe und habe gesehen, dass ich einen schönen Blendenstern habe. Oben links am Leuchtturm ist so eine kleine Lampe, die nach unten strahlt und bei Blende 14 habe ich wirklich schon einen genialen Blendenstern. Ich werde jetzt mal ein bisschen weiter die Blende aufmachen und mal gucken, wie lange der Blendenstern jetzt hier erhalten bleibt. Wir probieren mal als nächstes eine Blende 10 oder machen wir gleich Blende 8. Mal gucken, wie es da aussieht. Blende 8 habe ich allerdings nur noch 2 Sekunden Belichtungszeit, aber wir gucken mal. Und dann schaue ich mir gleich mal das Ergebnis an. Und immer noch ein Blendenstern. Nicht mehr ganz so deutlich, aber immer noch ein schöner Blendenstern. Schon ab Blende 8. Sehr gut, finde ich gut. Sieht gut aus. So, auf der rechten Seite wird es jetzt ein bisschen heller. Ich hoffe, dass jetzt gleich die Sonne da durchblitzelt. Es sind ungefähr noch so 10 Minuten und dann dürfte die Sonne hinten ein bisschen aufgehen. Könnte ein gutes Bild geben, gerade mit den Wolken. Es ist doch noch ein bisschen verschleiert, das Ganze. Aber das macht eigentlich nichts. Da wird mit Sicherheit ein cooles Bild bei rüberkommen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Jetzt ganz am Horizont bricht richtig schön rot die Sonne hervor. Und das sieht natürlich jetzt mega cool aus. Also sie wird auch von den Wolken nicht verdeckt. Kriegen wir doch noch ein schönes Bild. Obwohl ich sagen muss, es regnet im Moment ganz schön. Ich muss auch immer wieder die Linse sauber machen. Aber egal, wir warten jetzt. Das macht mir jetzt nichts. Da möchte ich jetzt mal ein Foto auch von haben. So, ihr seht's. Sonne ist aufgegangen und schöner roter Ball, sieht genial aus. Wolken liegen erst da drüber, unten unter dem Ball, so ganz unterer Rand, sind noch ein paar Wolken davor, aber es sieht mega aus. Also auf jeden Fall hat sich gelohnt, Regen hat jetzt auch wieder aufgehört, Kameras haben durchgehalten. Hat sich das frühe Aufstehen auf jeden Fall auch gelohnt. So, das war es jetzt mit dem Sonnenaufgang. Ihr seht, die Sonne ist jetzt hinten verschwunden, ist jetzt auch ziemlich hoch schon hinter den Wolken verschwunden. Das heißt, für mich, ich packe jetzt hier ein, denn ich habe meine Fotos im Kasten. Das frühe Aufstehen, muss ich sagen, hat sich für mich gelohnt. Zwischen 6 und halb 7 habe ich hier wirklich ein paar coole Fotos machen können, auf jeden Fall. Auch wenn es zwischendurch ein bisschen angefangen hat zu regnen und auch mal kurz ein bisschen doller wurde. Aber es hat aufgerissen, es hört jetzt auf zu regnen oder es hat aufgehört zu regnen. Insofern konnte ich noch ein paar coole Fotos machen. Vielleicht hast du selber auch schon mal irgendwo einen Sonnenaufgang fotografiert, dann lass mir doch gerne mal einen Kommentar da, wo es war. Vor allem, wann bist du aufgestanden, um den Sonnenaufgang zu fotografieren? Welche Kamera hast du verwendet? Welches Objektiv hast du verwendet? Und welche Kameraeinstellung hast du verwendet? Ansonsten, wenn euch das Video wie immer gefallen hat, dann lasst mir dafür gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin,